Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Albion. Wir sind hier mitten in dem verbotenen Bereich von Ayano. Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Trinor? Ich weiß nicht mehr. Aber wir sind hier gerade von einem Vanyak angegriffen worden. Da haben wir Schluss gemacht, denn schließlich war einfach die Aufnahme zu lang. Ich mache jetzt das nochmal. Ich trinke jetzt nochmal einen Schluck von dem Tee. Und guck dann einmal, dass wir die Vanyaks besiegen. Das machen wir jetzt auch ganz einfach. Er kann jetzt keine Magie mehr anwenden, da er schließlich schon ausgelaugt ist. Also greifen wir einfach ganz normal an. So, jetzt ist es tatsächlich gefährlich. Dieser Starke hier, der muss sofort eingedornen schlingt werden. Das ist ganz wichtig, weil der kann uns Sira ganz schnell töten, wie man hier sieht. Der hat nämlich 3, 4 Angriffe. Ja, da ist er schon weg, zum Thema Dornenschlinge. Nun gut. Dann halt so. So. Sira kann aber jetzt auch noch die leichte Heilung geben und sich selber zaubern. Dann schauen wir mal. Hier sind Bodenplatten, die Feuer machen können. Und wir haben... Haben wir noch Wasser? Wir haben ein Wasser. Ich hole nochmal 2 neue Wasser eben. Falls die uns den Rückweg versperren. Das wäre nicht gut. Das ist übrigens auch eine Möglichkeit, einfach durch das Feuer durchlaufen. Dann nimmt man Schaden. Und kann dann aber durch. So. Das Wasser. So. Dann gehe ich hier und mache tatsächlich nochmal hier das aus. Dann haben wir einen breiteren Gang zum Durchlaufen. Und hole eben nochmal das Wasser. So. Ich gehe sogar her. Ich nehme jetzt so viel Wasser mit, wie ich kann. So, und er hat auch noch Wasser. So, das sind 4. Gehen wir nochmal hoch und holen uns die anderen Eimerchen. So. Einmal durch die Halle des Wissens zurück. Und wieder nach oben. Und in den Arbeitsraum. Und da holen wir uns auch die ganzen Eimer und machen die alle nass. Damit wir nicht ständig zurückrennen müssen. So, da haben wir also hier einen Eimer. Das Seil nehmen wir auch noch mit. Ah ja, okay, dann das direkt hier. Ah, es ist tatsächlich sogar schon so, dass es zu viel ist. Dann hat er jetzt sein Maximalgewicht. Beinahe auch. So, und der Eimer hier ist auch schon zu viel. Andrea, was sagt dein Gewicht? Auch nicht mehr so. Sira, wie ist es bei dir? Ja, die könnte vielleicht den Eimer noch voll machen. Ich weiß nicht, was wird denn der volle Eimer? 4 Kilo. Das sind also 4 Liter Wasser, beziehungsweise 3, noch was. 1200. Nee, das ist knapp. Meltas hat aber noch einiges an Gewicht frei. Genau. So, dann gehen wir her. Also nochmal jetzt. Ja, ich habe Reine aktiv gehabt. So, also er hat 18, 20 Kilo kann er noch tragen. Das wären 5 Eimer Wasser und das sind dann keine. Das passt problemlos. So. Machen wir die nochmal nass. So. 3 und 4. Und jetzt müsste hier jeder nur noch einmal mit Wasser haben. Genau, sehr schön. So. Können wir hier eigentlich. Nein, wir können hier nicht schlafen. Natürlich nicht. Es ist eigentlich auch noch zu früh. Wir haben ja gerade eben erst geschlafen. Von daher. Nein, halt. Das war auch der falsche Weg. So. Ah, tatsächlich können wir uns verheilen lassen. Das ist ja kostenlos. So, wo wir schon mal hier oben sind, können wir auch eben schnell hier nach links zum Heiler hier oben und uns eben schnell heilen lassen. So, hier wären auch noch mehr Eimer. Ansprechend. Meltas kann nicht reden. Ach ja, das ist interessant. Er kann zwar nicht reden, aber eigentlich hätte er. Ich meine, er muss ja so die ganze Zeit mit denen
kommuniziert haben. So, dann heilen wir eben einmal alle. So. Sehr schön. Das spart nämlich dann... So, ach, weißt du, was wir jetzt machen? Da es nichts kostet, da bin ich jetzt ganz dreist. Und zwar zauber ich jetzt Heilung auf ihn. Und das geht ja her und trainiert die Heilung. Und geh her und heil das, kostet also 12 Punkte und halt momentan einen. Okay, wenn ich jetzt hier schaue, es ist natürlich noch nicht. Jetzt halt 2. So. Und da gucken wir mal, wie gut das wird. So, das ist jetzt natürlich. Das hat was von Grinden, dauert aber nicht so lange, wie wenn wir jetzt wirklich den Zauberspruch grinden. Ah, jetzt können wir uns tatsächlich sogar komplett heilen. Mal einmal schlafen. Das können wir, glaube ich, unten dann machen. So. Ist jetzt natürlich ein bisschen die Spielmechanik ausnutzen. Aber Power Gaming halt. So, als Rollenspielleiter würde ich jetzt sagen, halt, das war falsch. Als Rollenspielleiter würde ich natürlich sagen, nee, das klappt nicht. Aber so, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Computerspiel, da bin ich ein bisschen gnadenloser. So. Das war der letzte Schluck Wasser. Viel heilen tut das aber auch nicht. 2 Punkte. Ist jetzt nicht so. Außer das ist prozentual. Das gucken wir gleich mal. So. Ich würde jetzt erwarten. Ja genau, jetzt sind es 3 Punkte. Jetzt ist er besser geworden. Dass er am Ende aber mehr kann als Sira. Das schauen wir gleich mal bei den Starken. 13 Lebenspunkte kostet das. Und wir brauchen halt nur 10, weil 3 davon geheilt werden gleichzeitig. So, und wenn es ordentlich gemacht ist, wird das immer mehr Lebensenergie verbrauchen, als es heilt. So. Oder am Ende gleich viel. Dass es auf 0-0 rauskommt. Also zumindest sollte es nicht so sein, dass man sich damit am Ende heilen kann, auch wenn man keine Spruchpunkte mehr hat. Finde ich. Ich habe versucht, den tatsächlich zu blockieren ein bisschen. So. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen unschön. So. Aber das ist momentan so der Zauber, der neben dem Feuerball, wo der Quatsch, der wichtigste ist, dass wir uns heilen können. Und zwar immer. Deswegen will ich den. Schon sind es 4 Punkte. Und es wird wahrscheinlich auf 5 Punkte hochgehen. Geschafft haben. Also ganz ehrlich, so. Da sind wir mal nicht so pinzig, sondern machen das eben schnell. Nein, jetzt kann ich nicht Rechtsklick machen. Tatsächlich ist eher so die Menüführung etwas nervig gerade. So. Genau, alle werden müde. Dann können nämlich gleich die Spruchpunkte von ihm wieder heilen. Er hat kaum Lebenspunkte, weil er halt einfach irgendwie Level 1 ist oder so. Das müssen wir halt auch beachten. Deswegen wirkt das jetzt vielleicht auch so schwach. Schauen wir mal, zaubern ist immer noch nicht voll. Ich glaube, er wird bei 5 dann enden. Und ich glaube, dass das alles prozentuell ist. Das hatten wir bei der anderen Heilung ja auch schon, bei den Teiltränken genauso.
Monster ansprechen. Zaubern. Heilung. Es sind jetzt vielleicht noch 3 oder 4 Mal, dann haben wir es durch. So. Also, sobald es 5 sind, höre ich auch dann sowieso auf. Ja, das ist dann Zaubern. Ja, jetzt höre ich einfach auf. So, wenn man guckt. Nein, es ist keine Krankheit, es ist Verletzung. Wenn ich jetzt stattdessen hergehe und sage, so, und sage, heile doch mal Sira, dann sieht man, das sind 35 Punkte. Das heißt, es ist auf jeden Fall prozentual. So, und jetzt hat er auch seine vollen 13 Punkte Schaden genommen. Das wollte ich nur mal gucken. Und Sira heilt bei sich selbst nur 25 Punkte. Das heißt, Meltas Heilung ist, wie ich mir gedacht habe, auf jeden Fall stärker. So, Meltas, kannst du noch? Ja, du kannst noch 4 Kilo tragen. Dann nimm doch eben diesen. Nein. Nimm doch diesen Eimer eben auch mit. 4 Kilo. Klappen problemlos. Die nehme ich noch mit. So, dann gehen wir eben runter, dass wir schlafen können. Kann ich jetzt hier auch wieder sagen, ansprechen. Ah, okay. Ich habe eine. Ich habe eben einfach auf das erste geklickt und natürlich nicht. So, wir haben also eine persönliche Frage gestellt und wahrscheinlich, wie seine Beziehung zu Sira ist, denn er sagt, oder beziehungsweise er schreibt, ja, der erste geistige Kontakt mit ihr war der schönste Augenblick meines Lebens. Ihr ganzes Wesen ist bezaubernd und ich finde ihren fremden Körper nicht unästhetisch. Ich liebe sie. Ja, du hast dich wirklich in Sira verliebt. Danke für die Unterhaltung. Das ist tatsächlich die Frage. Genau, alle werden müde. Ich kann hier noch nicht rasten. Ich muss einmal hier runter. Beziehungsweise, ich kann mal gucken, welche. Ah, ich gehe jetzt erstmal runter und gucke, ob ich da rasten kann. Ich wollte gerade gucken, ob ich das im Bett machen kann. So. Also, ich weiß, dieser Abschnitt auf jeden Fall noch ein 3D-Dungeon, der nochmal ein Stückchen interessanter ist, finde ich. Weil da auch nochmal interessante Fallen und so kommen. So. Wir müssten jetzt genau rasten können. Sehr schön. Einmal für 8 Stunden. Und damit sind auch alle schon fast wieder geheilt. So, Meltas, du machst noch einmal nass. Und dann haben wir hier jetzt 35 von 39 Kilo. Es wären zwar auch nochmal 4 Kilo wieder. Aber. So, aber. Das ist dann ziemlich knapp. Ich meine, wir wollen auch noch Sachen mitnehmen können. So, hier wollten wir rein. Dann können wir unten rechts auf die Aufnahmezeit. So, da haben wir hier also nochmal einen. So. Einiges an Zeugs. So, wir haben einen blauen Heiltrank, der natürlich mercht. Wir haben einen langen Pfeil, den Rainer kriegt. So, wir haben noch einen Bogen, den kann Meltas haben. Wir haben eine Silberkette. Und dann gibt es für Meltas noch, und da sieht man jetzt hier, wie das Gewicht ansteigt. Flupp, Essen. Und dann knallt uns das einiges an Gewicht rein. Und auch das Gold. Dann schauen wir mal, Sira ist bei 17 Kilo. Jetzt können wir wahrscheinlich den Eimer schon nicht mehr mitnehmen. Ja. Ja, dann tun wir den Eimer einfach hier rein. So. Weil der Eimer ist quasi wertlos. So, der Pfeil kann an Rainer gehen. Genau. So, kommen wir hier mit dem Pfeil. Der wird wahrscheinlich, genau, der hat einen Schaden von 3. Der hat einen Schaden von 0. Das heißt, hier würde der Pfeil einen Schaden machen. Weißt du was, dann geben wir den doch eher an Meltas. So. Und 41 Kilo, da tun wir noch einen Eimer hier rein. Das ist okay. So, und die Silberkette, die würde ich tatsächlich, die hat einen Schutz von 1. Ah, ich muss sagen, wenn wir jetzt verflucht sind. Okay, wir sind nicht verflucht. Weil würden wir sie nicht mehr abnehmen können. Ist nicht schlimm, aber der kann ruhig von 1 haben. Okay, sie darf auch eine Kette tragen. 14, 11, aber ich glaube, hier ist der Schutz besser. So, und die ist einfach scheiß, einfach nur Wertgegenstand, aber eventuell, wie gesagt, Puzzlegegenstand. So, Axt ist Mr. Watt, wir gehen jetzt eben, wir spendieren uns eben die Zeit, gehen zurück und verkaufen, und zwar bei dem Gemischtwarenladen. Der ist auf halbem Weg. Und dann können wir mal gucken, ob wir da was kaufen können. So. Nicht so viel Kram.
Inventare sind vollgemüllt, auch mit irgendwelchem Loot, irgendwelchen Monstern, dass wir da eben auch so, ja, hier hoch. So. Da haben wir genug Berechtigung, sag ich mal, zu sagen, wir gehen eben mal zurück und verkaufen. Machen ein bisschen Geld und gehen dann her. Die Kristalle, diese Wertgegenstände, die werde ich jetzt erstmal nicht nehmen und verkaufen. Weil da will ich erstmal ein bisschen gucken, was die jetzt zu sagen haben. Okay, das sollten wir jetzt Tom auch machen. Togidin, ich hoffe, ihr findet Bero noch lebend. Ich muss zugeben, dass ich mich nicht in den verbotenen Teil hinabwagen würde. So, ist auch 6 Uhr, das heißt, es wird gerade hell. So, dann gehen wir mal runter. Dann war das hier, glaube ich, der Gemischtwarenladen, ne? Ja, genau. So. Und sie hat nämlich... Oh, warte mal, Vinion. Dann ist da noch jemand hinter dem Tresen. Eventuell, wir hatten es bei dem anderen Laden auch, dass da mehr als ein Preis existiert hat. Und dass das Spiel hier so eine Logik hat, wenn ich so mache, dann kann ich bis hierhin rein. Und das ist ein Deckel. Okay. Aber... wenn der hier im richtigen Moment ankommt. Schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Ob der vielleicht ansprechbar ist. Ja, okay. Wendet euch an meine Frau, wenn ihr das verkaufen wollt. Ich bin zumindest von der Feldarbeit. Gut. Hätte ja sein können, dass der auch bessere Preise hat. So, zunächst einmal das hier. Das sind 3 Gold. Und für die großen Vanya-Kugeln geben 21,6 Gold. So, ich lasse die Fackeln. Was wiegen die denn? Untersuchen. 100 Gramm. Ah, komm. So. Gibt der uns eigentlich auch Geld für die Wassereimer? Nein. So. Die geben auch etwas Gold. So. Da sehen wir schon, da kriegen wir schon mal einiges an Gold zusammen. So. Sira hat auch noch was. So. By the way, hat sie auch einen Zauberspruch, den Meltas lernen kann. Das können wir ihm auch gleich beibringen. Und Meltas hat auch diese ganzen Schilde und so. Den hier, den besseren behalte ich mal. Ich weiß, dass noch andere Menschen in unsere Gruppe kommen werden. Ich meine die Truhe unten. Und dann müssen wir nur gucken, dass wir dass wir dann immer mal speichern, wenn wir was schaffen. So, jetzt haben wir schon 300 Gold. Also wie gesagt, der hier, der macht den kleinen Feuerball. Das weiß ich. Meltas kann auch nochmal die Schuhe kaufen. So, ja. So, weil die nochmal einen Schutz geben. Und dann kann der die verkaufen. So. Und Seil haben wir auch mehrere. Ich glaube nämlich, die brauchen wir. Okay, jetzt trägt er zu viel Gewicht, weil wir das ganze Gold haben. Ich kann das nicht. Nee, ich kann das nicht verteilen. Gut, dann gehen wir einfach her. Hier rein. Und sagen jetzt also hier 32 von 39. Der kann noch ein Eimerchen kriegen. Ist nämlich bei. War das nicht 4 Kilo? Ich vertan. Eine Person. 24 von 28, das ist zu viel. 27 von 30. 18 von 20. 32 von 39. Er war es, der den noch kriegen kann. Okay, so, und jetzt schauen wir erstmal, was sie im Angebot hat. Da habe ich gar nicht richtig geguckt. So, also wir haben die Dolch, Vanya-Kugeln, klar. Das ist auch klar. Wir sind Antidot, das können wir heilen, das kann Sira heilen. Die guten Heiltränke, die waren, glaube ich, waren die in Irina günstiger? Ich glaube, die haben nur 8 gekostet. Ich weiß es aber nicht, bis 8 oder... So. Okay. Brauchen wir alles nicht. Die Fackeln könnten wir theoretisch gesehen verkaufen. Was will er hier? 1 Gold. Ja, das ist... Wir werden ja weniger als 1 Gold dafür kriegen. Okay, dann gehen wir mal zum Waffenhändler. So. Schauen eben, das ist der Chef. Der Waffenhändler.
und schauen, ob wir für Rainer Rüstung kaufen können vielleicht. Oder für Meltas sogar Rüstung kaufen können. Vielleicht sollten wir nehmen, wir können mit Meltas nicht ansprechen. Sich ansprechen. So, genau. Ich will gucken, was der an Rüstung hat. Und zwar hat der ja schon den Rundschild, der einen Schutz von 6 hat. Dann gibt es den großen Schild, der auch von Druiden verwendet werden kann. Und dann hat er die Lederkappe. Das ist, glaube ich, was Einfaches. Das ist nämlich Schutz 4. Schutz 2. Was heißt, hier können wir eine kaufen. Okay. Die Lederkappe behalten wir mal für die Nachfolge. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß, da kommt ein nachfolgendes Team-Member. Und ich glaube, das kann der Druide auch tragen. Interessant. So, Sira kann das nicht tragen. Ein Schutz von 2. Jetzt ist Meltas nur noch zu schwach. Aber genau deswegen kaufe ich ihm das Kettenhemd. So, auch wenn es jetzt verdammt viel wiegt. Aber dann kann ich das hier verkaufen. So. Jetzt müssen wir natürlich gucken hier von wegen Gewichtswiederverteilung. Der hatte guten Dings. Das sind die guten Pfeile. Dann gehen wir her und werfen auch mal einen Eimer weg wahrscheinlich. Wir können auch später nochmal einkaufen gehen. Komm, ich verkaufe die Rüstung, die wir nicht brauchen, gerade einfach. So. Bei Rüstung gibt auch immer einiges. So, jetzt ist nur ein kleines bisschen zu viel. Ah, die können wir auf jeden Fall verkaufen. Ja, es ist doof, dass wir die hier verkaufen müssen. Was wiegen die denn? 300 Gramm. Ich gehe erstmal raus und verteile die. Und dann verkaufen wir die bei dem anderen, der mir Geld gibt. So, also 300 Gramm sind hier kein Problem. 300 Gramm. 600 Gramm. Hier geht es tatsächlich nur noch um Gramm. Ja. So, genau, das passt. Und dann gehen wir jetzt zu dem anderen Händler. Und dann können wir eigentlich einen Haufen von den Pfeilen verkaufen. Weil wir den Fehler gemacht haben. In Anführungsstrichen Fehler, wir wussten es nicht besser. Ich wusste es nicht mehr besser, dass es mehr als nur eine Pfeilsorte gibt. Wir können die besseren Pfeile kaufen. Und wir benutzen momentan keinen Fernkampf. Kann aber tatsächlich frech sein. So. Dann gehen wir her. Wir haben so viele Pfeile. Die können wir alle loswerden. Ist jetzt nicht viel Gold, aber es ist halt auch wieder viel Gewicht, was los wird. Ja, genau. Sira hat die ganzen Waffen, die wir loswerden. So, und auch hier sehe ich tatsächlich den Bogen für sie. Brauche ich nicht. Weil wir haben die stärkeren Dings und sie wird wahrscheinlich eher magisch angreifen und steht eher vorne. Genau. So. Und Meltas lernt jetzt erst nochmal. Trägt er wieder zu viel wegen dem Gold. Der lernt jetzt erstmal Licht. So. Ah, den kannte er schon. Ja, na gut, okay. Das ist jetzt wegen dem Gold. Wenn ich das ihm wegnehme, dann passt das. Dann gebe ich das Sira. Dann passt das auch. Und die kann tatsächlich jetzt sogar noch. Sie könnte einen Eimer nehmen. Ich lasse es aber. So, Meltas soll hinten stehen. Meltas steht hinten, genau. Der. Wie kann er denn überhaupt kämpfen? Er kann Nahkampf 42, Fernkampf 17 von 70. Also, er kann tatsächlich eher Nahkampf. Sie kann natürlich gut fernkämpfen, er möchte nicht kämpfen. Das sieht man aber auch schon, seine Werte sind sowieso super schwach. Ja, das Problem ist halt tatsächlich mit den Kampfpositionen. Wenn ich so mache, dann kann hier jemand in die Mitte, wobei dann kann er von allen gleichzeitig angegriffen werden. Das ist eigentlich auch nicht so schlecht. Machen wir das so. Und dann geben wir ihr doch. Da lassen wir erstmal die Bolzen mit der Bolzenschleuder.
aus einer Kampf ist halt besser. Sie ist halt eindeutig im Fernkampf eigentlich besser, trotz der Waffe. Das heißt, sie nimmt die Bolzenschleuder und danach wird sie einfach den Pfeil und Bogen verwenden. So machen wir das jetzt. So. Gut, dann gucken wir nochmal, ob wir jetzt nochmal für irgendjemanden was kaufen können. Ich denke vor allem an Rüstung für Rainer. Weil er. Ach, wir müssen umbauen. Tatsächlich etwas ungeschützt ist mir. Auch wenn er levelmäßig viel, viel höher ist als die anderen. Aber was, wenn jemand jetzt irgendwie eine magische Bombe oder sowas wirft, das so ansprechen. Das ist nämlich nur die Lederweste. Ich glaube, der kauft sich auch noch ein Kettenhemd. Verkauft die Lederweste dafür. So. Besser. Und dann haben wir hier das Lederschild. Ja. Ich glaube, Rainer sollte bei uns am besten beschützt werden eigentlich. So, das Schild weiß ich jetzt gerade. Doch, das hat Metas auch. Genau, das kann ich verkaufen. Ich werde das wahrscheinlich später alles nochmal kaufen. Das hätte ich natürlich auch sagen können, verkaufen bei dem anderen. So, die Kappe hat er schon. Schild kann ich natürlich nur ein starkes. Das wäre dann was für später hier, wenn ich richtig Dings habe. Gerade auch hier für Tom, der natürlich hier ein dickes Schild will. Aber interessant sind noch die da. Und dann müssen wir nochmal gucken hier mit der Waffe. Wie das dann ausschaut. So, lassen wir das erstmal so. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder zurück in die Katakomben. Ich mache jetzt hier nicht eine reine Verkaufsfolge draus, nein. Auch wenn wir schon wieder hier nah an der halben Stunde sind, werde ich doch noch ein bisschen weiter spielen. Es wird wahrscheinlich wieder eine Dreiviertelstunde werden. Aber ich werde mir nach der Folge erstmal was zu essen machen. Ich habe nicht Hunger. So. Aber ich habe Bock, einfach weiter zu spielen. Das heißt, ich werde dann auch einfach weiter aufnehmen. Genau, ich kann Meltas nicht ansprechen, um zurückzugehen. Das hier war das ab. War das nicht das zu den Hallen der Bücher? Ja, genau. Das ist schon gut markiert mit den vielen Fackeln, dass man weiß, da geht's hin. So. Und dann hier einmal rein. So. Jetzt sind wir ein bisschen besser ausgerüstet. Und dürften auch noch genug Platz haben, um die Axt, die da oben lag, zu nehmen und in die Kiste zu gucken. Das war der Grund, warum ich eigentlich gegangen bin. So. Uiuiuiui. Ui. Oh, wow. Wow, 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 wow. Okay, kleine Axt. Hier ist irgendwas runtergefallen. Schaden 5. Da hat natürlich das Schwert mit Sicherheit mehr. Ja. Rainer, du hast auch diesen tollen Schaden 9. Meltas sollte natürlich nicht angreifen. Ja, okay, wir nehmen die Axt einfach. Aber hier die Heiltränke, die sind natürlich super. Was hat denn so eine? 350. So. Ist das? Ja, so ist das Aufnehmen, genau. Dann gehen wir mal hier weiter zu Rainer und nehmen einfach weiter mit. Das sind jetzt einfach nur Gramm-Sachen. Das ist auf jeden Fall hier Magie. Den kann also Sira haben. Und die Antidotes, die nehmen wir auch mal mit. Zur Sicherheit, falls jetzt die Magie ausgeht. So, und da haben wir schon zu viel. Das ist ein Trank zu viel. So, Meltas kann noch. Das war's. Drir kann. Die 8 müsste er noch tragen können. So, sehr schön. Fein. Jetzt sind wir aber schon ziemlich voll beladen. Ja, Sira trägt sogar zu viel. Müssen wir ihm noch einen Trank wegnehmen. So, gucken wir mal. Tom kann ihn nicht nehmen. Keine. Nein. Drir. War schon knapp, ne? Aber es geht noch. So, dann haben wir hier natürlich den. Das ist auch nur wegen den ganzen Wassereimern, ne, die wir mit uns rumschleppen. So.
Nochmal weiter. Also das hatten wir gelöst. Hier war der Schalter, der das aufgemacht hat. Da sind unsere Wassereimer drin. So, was haben wir noch? Das haben wir ausgemacht. Hier ist nichts. Tropf, Tropf im Hintergrund. Da haben wir das Plus eingegeben. Rechts bestätigt. Hier aufgemacht. Das müssten wir alles mitgenommen haben, genau. Ja, hier sind noch Tonbehälter, die wahrscheinlich wertlos sind. So. Und hier ist jetzt, das ist jetzt das Interessante. Tom, du hast den Hebel. Schauen wir uns nochmal an. Ein defekter Schalter. Und da haben wir den Hebel. Tom setzt den Hebel in den defekten Schalter ein. Er scheint wieder zu funktionieren. Und dann können wir jetzt hier tatsächlich in die nächste Ebene gehen. Aber da mache ich jetzt, da bin ich so fies, mache jetzt den Schnitt und sage erstmal, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Panty spielt Albion. Und ich mache jetzt erstmal was zu essen. Also, bis nächste Woche. Ciao, miau.